Wenn man dann anfängt, das Theater so zu vermissen, dann wird man schon irgendwann sehr verzweifelt. Aber ich hatte dann eine ganz gute Idee. Ich habe eben an den Theatergott einen Brief geschrieben. Bitte mach die Theater wieder auf. Hey, was ist das denn jetzt? So, junger Kollege, was ist denn bei dir los? Dieses ständige Krick auf dem Papier nervt. Mach das leiser, das ist zu laut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was so laut war. Ich habe nur geschrieben. Ja, ist gut, ich mach leiser. Gut. Mann, 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 Mann. Nur leider war das eben nicht Theatergott, wie erwartet, sondern mein Nachbar. Und erstmal fand ich die Reaktion, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen übertrieben. Ja, einerseits, andererseits habe ich auch gemerkt, wie wichtig Berührung ist und wie gut das einem tut. Ja, und deshalb freue ich mich immer wieder auch über so eine Hausgemeinschaft, die auch den Körperkontakt sucht, auch zu schwierigen Zeiten. Ja.